nicht jeden noch Silvester. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Und ich dachte schon, das nächste Jahr wird besser. Doch mittlerweile habe ich keine Hoffnung mehr für die Welt. Nichts macht mehr irgendeinen Sinn. Auf einmal werden alle verrückt. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Bratwurst zur Pflicht. Silvester 21 Statusbericht. Wieder ein Release, das keinen interessiert. Dieses Mal sogar auf limitierten Schallplatten. Wieder 10.000 Euro investiert. In das Gefühl, dass ich irgendetwas falsch mache. Dass das alles keine Zukunft mehr hat. Wo Stolz in meiner Brust war, ist ein klaffendes Loch. Und falls doch noch jemand Bock hat, es gibt noch jede Menge Platten im Shop. Ich werde meinen Namen nicht mehr googeln. Kümmere mich nicht mehr um beschissene Klicks. Ab jetzt bleiben die Statistiken zu und ich mach Mucke wieder nur noch für zwei Leute, mich und dich. Ich war das ganze Jahr nicht wirklich besoffen und hab mir nicht mal mehr an Drogen meine Finger verbrannt. Sogar das Rumhuren verliert langsam seinen Reiz. Vor diesem Tag hatte ich immer schon Angst. Ich sollte eigentlich zufrieden sein. Für viele Leute wär mein Leben ein Traum. Ich hab nen Job, der bockt, mehr Geld als ich brauch. Ein fettes Auto und schlafe fast jeden Tag aus. Und trotzdem mach ich mir Sorgen um meine Zukunft. Suche einen Ausweg aus den ganzen Scherben. Manchmal hab ich sogar Angst vorm Sterben. Das nennt man wohl erwachsen werden. Ich will nur noch mit dem Kater auf dem Sofa liegen und Post-Rock hören, lass die Welt doch brennen. Die Zeit vergeht und nichts im Leben ist für ewig. Das musste ich selbst erkennen. Mittlerweile überrascht es mich nicht mal mehr, wenn die nächste Freundschaft sich in Luft auflöst. Ich hab die Scheiße jetzt schon viel zu oft miterlebt und ich hab's jedes Mal versucht, doch werd es nicht verstehen. Die einzige Konstante in meinem Leben, es geht jetzt schon viele Jahre lang so, dass die Menschen, die mir wichtig sind, einfach gehen, ohne dass ich je erfahre, wieso. Danke, dass ihr es mir leichter macht. Loszulassen schaffe ich nicht selbst. Ich hau einfach ab, denn es gibt nichts mehr hier, das mich hält. Es wird endlich Zeit, mein Leben in die Hand zu nehmen. Nicht mehr einfach warten auf die nächste Therapie. Eigentlich ist es schon lang zu spät, aber besser zu spät als nie. Nachhinein betrachtet war es eine schöne Zeit, auch wenn sicher nicht alles einfach war. Und ich werde mir wünschen, wieder hier zu sein, wenn ich zurückblicke in ein paar Jahren. Ich weiß nicht, was ich will, doch ich weiß, dass ich nicht will, dass es so bleibt. Ich hatte so viel größere Ziele als das, was ich nicht mehr habe, ist Zeit. Ich will nicht allein sein, aber frei. Ich gebe alles, was ich geglaubt hatte, auf. Die guten Jahre sind endgültig vorbei. Vielleicht hab ich genau das gebraucht. Ich will dieses Leben nicht mehr weiterführen. Ich brauche eine drastische Veränderung. Ich kann nicht mehr weiter Zeit verlieren und darauf warten, dass sie irgendwann von selber kommt. Ich weiß, für viele da draußen ist das eine große Sache. Wahrscheinlich sogar noch mehr als für mich. Dass ich weiterhin Silvester-Traditionen mache, auch wenn es nie wieder wie das erste Mal ist. An jedem gottverdammten ersten im Jahr spiele ich weiterhin gerne für euch den sterbenden Schwan, weil ich immer wieder verdränge, welche Schmerzen es waren, von denen ich meine heutige Stärke bekam. Und dass ich ohne die Mucke heute nicht wär, wo ich bin, sondern 2 Meter unter der Erde in einem Sarg. Und dass einige von euch heute auch dort wären, wenn ich nicht der gewesen wäre, der ich war. Und wenn ich nicht nächstes Jahr um diese Zeit ein völlig neues Leben hab und drüber schreib. Spuckt mich an, wenn ihr mich seht und lacht mich aus. Ich will mir mein Versagen dieses Mal nie verzeihen. Ich weiß nicht, welchen Weg ich gehe. Vielleicht fängt ja mein Leben erst an. Danke, dass ihr mich begleitet. Ihr hört noch von mir. Bis dann.